So, wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Kristall. Als erstes natürlich wieder der obligatorische Blick auf unsere Pokémon. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Na gut, Kalimani Bani Dani ist besiegt. Und die Frage ist, soll ich jetzt hier durch oder hat der Anthrax hier nur versucht, mich zu trollen? Indem er mich mit dem Gesicht nach unten vor diese Hütte gestellt hat. Ja, das hat er definitiv versucht. Aber es gibt ja auch eine ganz andere Möglichkeit. Ich kann ja einfach mal hier auf die Karte schauen, die sich... Diesmal habe ich dran gedacht. Ja. Böser, böser Mauszeiger. Husch, weg, husch. So. Diesmal stört uns kein entlaufender Mauszeiger. Karte, ja, genau. Also Steineichenwald, Soweit ich weiß, war ich ja in meinem letzten Part in Azalea City angekommen. Vorher ging es durch den Einheitstunnel, das heißt, jetzt muss es weiter hochgehen und nicht wieder runter. Ich werde noch härter trainieren. Ich möchte doch ein Arena-Leiter werden. Ja. Viel Glück. Haha. Oh, jetzt hat er mich doch erwischt. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ja, ich bin ja schon so gespannt. Also, wenn er jetzt gerade sein Pokémon aus der Pension geholt hat. Also, aus der Pension. Es ist ja nicht nur irgendeine, sondern es ist die Pension. Die berühmt-berüchtigte legendäre Pension für Pokémon, deren Trainer es alleine nicht gebacken kriegen, die ordentlich hochzuziehen. So, Garados, du bist nicht mehr dran. Wir tauschen gegen Gieselchen. Das sieht so nach einem normalen Pokémon aus. Snubbull. Ich kenn's nicht so gut. Aber es sieht normal aus. Grimasse. Keine Ahnung, was das soll. Init. Ja, Init haben wir sowieso nicht viel. Oh, wir haben jetzt inzwischen Intensität. Eine Bodenattacke. Ja, das dürfte nicht sehr effektiv sein. Hä? Ah, da fällt es mir wieder ein. Ich glaube, Biss ist in Pokémon in der zweiten Generation zu einer Unlichtattacke geworden, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen ist das jetzt nicht uneffektiv. Full River! Und die haben meinen Garados überhaupt gar nicht trainiert. Das finde ich unfair von denen. Schauen wir doch mal, was es hier so für... Ups. Pokémon gibt, wollte ich sagen. Aber Trainer wäre wohl das richtige Wort gewesen. Picknicker! Hopschross. Ja, dagegen haben wir doch genau das Richtige. Ich denke gerade, wir sind total überlevelt. Also wenn ich mir so Tauboga angucke... Tauboga, by the way. Wir haben schon einen Tauboga. Das ist gar kein Taubsi mehr. Und dann so Level 19 gegen Level 9. Was ist denn los? Ich hätte jetzt eher vermutet, wir rennen hier einfach so durch und kommen überhaupt gar nicht dazu, richtig zu trainieren. Liegt aber wohl einfach auch daran, dass wir nur so ein paar Pokémon haben, mit denen wir kämpfen. Und sich die Erfahrung da dann halt nicht wirklich aufteilt. Die haben bestimmt keine Lust, das Carpador zu trainieren. Die wollen bestimmt, dass ich dann auch die Lust verliere, weil ich das Ganze alleine hochziehen muss. Und das dann wieder wegwerft. Das könnt ihr euch abschminken, Jungs. Das könnt ihr mal getrost knicken. Wir werden uns ein Ultra-Carpador züchten. Ultra-Carpador of Hell. Bisasam. Ach, diese Rumtauscherei. Es wird noch einige viele Parts so weitergehen müssen, bis wir endlich die Früchte unserer harten Arbeit ernten dürfen. Beziehungsweise die eine Frucht namens Garados.
Wie kein One-Hit? Wie? Das muss ein Fehler im Spiel sein. Oh mein Gott, ein Fehler in der Matrix. Könnte ich diesen Kampf tatsächlich verlieren? Nope. Was? Ich hätte noch nie gewonnen? Da liegt was. Wie kommt man da hin? Wir werden es bald erfahren. Hoffe ich. Glaube ich. Meine ich. Oh, ein Ditto. Wie? Nutzlos. Das ist doch mal wieder ein Fall für... Nee, warte mal. Ditto macht ja Wandler. Das heißt... Ja, gut. Nehmen wir nochmal Torboga, aber ich habe keinen Bock, mit einem Kleinstein gegen einen Kleinstein zu kämpfen. Warum ist das Vieh jetzt zuerst dran, bitte? Warum? Hallo, das ist Level 10. Machen wir einfach so. Und hoffen auf den ultimativen Tod. Und werden bitter enttäuscht. Ja, noch einmal. Torboga scheint im Moment echt unser Joker hier zu sein. Vor allem wird es Zeit für ein Pokémon Center. Ich finde mit so vielen angeschlagenen Pokémon hier mich durchkämpfen müssen. Was hat der Anturax nur wieder gemacht? Teenager Lorenz. Hallo Lorenz. Oh, Mankey. Jetzt muss ich mich gerade echt fragen. Nee, warte mal. Kampf war, glaube ich, gut gegen... Oh, ich weiß, dass Flug und Kampf in irgendeiner Beziehung zueinander standen. Ich weiß leider gerade nicht, welche. Ich hoffe jetzt einfach mal, Flug hat einen Vorteil gegenüber Kampf. Ja, meine Verteidigung zu schwächen bringt dir auch nichts, wenn du ein One-Hit bist. Das hört sich gut an. Jawohl. Also, das hast du fein gemacht. Schulterklopfer. Ich möchte wieder das Pokémon wechseln. Ich möchte immer das Pokémon wechseln. Dickda. Oh. Also heute kommt Torboga irgendwie voll auf... Nein! Voll auf seine Kosten. So, Gyarados ist eben auch bald Level 13. Tja, hat wohl keine Wirkung. War wohl eine Bodenattacke. Sieht wohl scheiße für dich aus. Lorenz wurde besiegt. So, jetzt sollte mir aber hier bald ein Pokémon Center entgegenschießen. Pension, wir ziehen dein Pokémon für dich auf. Moment mal, das wäre doch eigentlich... Könnte ich hier ja auch mein Carpado abgeben. Kennst du dich mit Eiern aus? Wenn du wüsstest. Das ist doch unglaublich, oder? Nun, möchtest du das Ei? Gut, nimm es. Du darfst es behalten. Was? Was? War? Halt, Moment! Halt, ich darf gar nicht. Nein! Was soll das? Jetzt haben wir zwei Eier. Das ist doof. Vor allem habe ich jetzt drei Plätze belegt hier. Das darf ich gar nicht. Dann muss ich das zweite Ei wieder irgendwo ablegen. Ah, das kann ich hier sogar. Hm. Die Verbindung zu Bild, das habe ich noch gar nicht gemacht, fällt mir an. Ich weiß nicht, ob die anderen das... Ne, wir haben noch nichts abgelegt. Okay, ein Pokémon ablegen. Denkt ihr auch das, was ich gerade denke? Nein, erstmal noch nicht. Wir könnten es noch brauchen. So, das Ei wird jetzt erstmal abgelegt. Was war das jetzt? Bild oder Eis-PC? Bild-PC, oder? Was haben wir denn bei Eis-PC? Pokédex bewertet? Nein, scheiß drauf. PC von Pokémon Dude.
Unser PC quasi ist. Oh, wir haben hier noch einen Supertrank drin, ne? Ist das vielleicht das Item, was die Mutti für uns gekauft hat? Keine Briefe. Okay. Dann soll es das hier auch gewesen sein für uns. Erstmal. Außer hier gibt es noch was Feines, aber sieht nicht so aus. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Okay, auf Wiedersehen, viel Spaß. Also wenn der nicht verdächtig aussieht. Wieder so ein Pfadfinder. Nee, ein Camper. Oh, immer diese Camper. Anton. Seriously? Ja. Doch, Poga, du machst das schon. Einmal noch. Haha, haha. Mein Tauboga ist immun gegen die Aussetzerattacken von wilden... von Entons. Ist ja kein wildes Anton. Es ist Carpador schon Level 13. Ja, Carpador holt auf. Wartet's mal ab. Bald werdet ihr mir dankbar sein. Oh, endlich. Pokémon Center. Dann baue mal meine Pokémon wieder zusammen. Dim, de, de, dim. So. Oh, das sieht aus wie ein großer Markt. Wenn nicht sogar ein richtiges Einkaufszentrum. Willkommen im Kaufhaus von Ducatia City. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Düm, düm. Welcher Stock? Ja, keine Ahnung. Nach unten. Untergeschoss 1 erstmal. Wäre schön, wenn ich hier irgendwo eine Information darüber bekommen hätte, in welchem Stock denn was abgeht. Was ist hier denn los? Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey Gnom, zisch ab. Gnom nennt er uns. Wie süß. Ja, hier muss man später bestimmt noch irgendwas machen. Kämpfen wollen die auch nicht. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Knapp 10.000... Ach, Pokédollar. Na, zum Shoppen gehen habe ich jetzt aber auch keine Lust. Das kann von den anderen jemand machen. Nein, da bin ich doch schon. Oh, wie laggt es denn gerade? Was ist denn los? Huch. Oh, 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 was passiert da? Oh mein Gott, es schlüpft. Na super, wir haben einen Togepi. Da 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 da. Möchtest du Togepi einen Sch ja, nein, nein, ja. Es ist ja eigentlich nicht mein Pokémon. Nein, scheiß drauf. Mir fällt jetzt eh nichts Gutes ein und nachher kriege ich nur Ärger. Kann man die eigentlich noch im Nachhinein umbenennen, die Pokémon? Gab's da irgendwie so ein Item, eine Möglichkeit? Ich glaube schon, oder? Dein Spielplatz. Ducatia City Spielhalle. Ich will aber zur Arena. Wenn es hier denn sowas gibt. Was ist hier? Gebt mir Informationen. Okay. Wie? Bills Nummer? Wir haben jetzt Bills Nummer. Cool. Ruf ich gleich mal an den Typen. Hallo. Guten Tag. Dies ist der Verwaltungsservice des Pokémon-Lagerungssystems. Wer ist dran? Pokémon-Dude. Danke, dass du gewartet hast. In der Box ist noch Platz für... Ach so.
Wie schön, da können wir jetzt anrufen, um unterwegs zu erfahren, wie viel Platz wir noch in der Pokémon-Box haben. Ah! Ich glaube, das war gerade das Nutzloseste, was ich bisher im ganzen Let's Play gemacht habe. Ein wichtiges Gebäude muss das sein. Da steht immerhin ein Schild vor. Untergrundeingang. Okay. Huch. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Tja, mogeln ist nur so lange erlaubt, wie man sich nicht erwischen lässt. Streberer Mon. Slimer. Uah. Okay, damit Kieselchen hier auch mal wieder was zu tun bekommt. Das war eine gute Wahl. Machen wir mal Intensität. Oh, es ist sogar sehr effektiv. Das wusste ich gar nicht mal. Es ist zwar eine Vermutung von mir, aber ich war mir jetzt auch nicht so sicher. Da kann ich einfach nur Tackle machen. Noch ein Slimer. Ja, natürlich wechseln wir das Pokémon. Ich muss mich doch um mein zukünftiges Gyarados kümmern. Übrigens, ich habe nochmal nachrecherchiert und ich hatte gar nicht recht. Gyarados ist überhaupt kein Drachen-Pokémon. Es ist einfach nur Wasser und Flug. Aber es sieht verdammt nach einem Drachen aus und das ist doch auch schon, also, ja, reicht doch auch, oder? Finde ich nämlich schon. So, dann machen wir nochmal Intensität. Steiger du mal ruhig deine Verteidigung, ob wir... Oh! Das war aber... Warum war es denn jetzt... Warum war die Attacke so schwach? Achso, es kommt darauf an, ob, was für eine Zahl da steht. Intensität 4 ist natürlich schwächer als Intensität 5. Und 6 ist natürlich stärker. Ja, meinetwegen kommt alle auf mich zugerannt und kämpft mit mir. Hauptsache, ich kann mein Carpador leveln. Ich bin besessen von diesem Fisch. Schlurp. Nee, aber wir scheinen doch trotz der Trainingsphasen, die wir nicht haben, ziemlich überlevelt zu sein. Zerschneider, da fällt mir ein, haben wir eigentlich inzwischen irgendein Vieh, das Zerschneider kann? Muss ich doch gleich mal nachschauen. Intensität 10, wow. Hätte ich das mal am Anfang einsetzen sollen. Aber dann wäre es wahrscheinlich Intensität 2 gewesen bei meinem Glück. Also, schauen wir doch mal, Pokémon. Attacke. Nein, nein, nein. Heuler und Charm. Ja, kann nicht mal angreifen. Was ist das denn bitte? Ach doch, tatsächlich. Die haben meinem Manikani Zerschneider beigebracht. Meinem Manikani? Die wollen... Die wollen mich ja nur dazu zwingen, dass ich Manikani im Team behalte. Weil wir Manikani brauchen wegen Zerschneider. Nee, passt schon. Ist auch eigentlich scheißegal, weil... Wer bist du? Pokémon Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Käuferbrüder. Ich verschönere deine Pokémon für nur... Nein. Aber ich glaube noch 1, 2, 3, 4, 75 Kämpfe und dann ist meine Zeit auch schon um.
Jetzt bin ich doch gar nicht mehr in die Arena gegangen, die es in dieser Stadt vielleicht gibt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Magnetilo. Oh, diese niedrigen Level der Pokémon hier, das ist doch echt zum... Bah! Das bringt's doch nicht. Das bringt's doch einfach nicht. Gib mir Gegner, keine Opfer. Steinwurf müsst ihr jetzt natürlich doppelt... Nee, Quatsch. Aber, naja, zumindest effektiv dagegen. Auf Wiedersehen, Magnetilo. Hattest ein kurzes und bescheidenes Leben. Wir werden dich in Erinnerung behalten als das Pokémon, welches unserem Karpador 66 Erfahrungspunkte beschert hat. Wir haben bitte ein höheres Level. 9. Naja gut, es wird langsam. Machen wir mal direkt Intensität hier. Es könnte ja ein One-Hit werden, wenn die Intensität hoch ist. Schön. Ist immerhin wahrscheinlicher als bei Steinwurf. Und wenn es kein One-Hit ist, dann ist es letzten Endes immerhin ein Two-Hit. ja. Was es aber sowieso ist, wenn ich einfach nur Steinwurf einsetze. Das heißt, mit Intensität habe ich wenigstens die Chance auf einen One-Hit. So, hier müsste, wenn mich nicht alles täuscht, auch direkt Karpador noch ein Level abbekommen. Und Kiesetchen gleich ja auch. Müsste zumindest noch reichen. Jo. Voltoball. Ah, setzen wir nochmal Karpador ein. Es ist immerhin schon Level 14. Also es dauert gar nicht mehr so lange. Das machen die anderen Heinis noch 2 Level pro Part und dann ich nochmal und dann haben wir auch beim nächsten Part dann das Karados. Wenn die es nicht verbocken. Ich will ja nichts beschreien hier, aber ausschießen kann man es ja nicht. Ja, wunderschön. Also, meine Zeit ist auch umsoweit, denke ich. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen überzogen. Hoffentlich habe ich überhaupt aufgenommen. Einmal kurz check. Ja, ich bin noch im Aufnehmen. Okay. Viel haben wir in diesem Part nicht geschafft. Nur ordentlich ein paar Trainer niedergematcht und ein paar Level-Ups und in die nächste Stadt gelaufen. Und nicht auf Antorax Falle hineingefallen. Hahaha, Sieg auf voller Linie. Oh, naja. Wir sehen uns in 3 Parts wieder. Bis dahin viel Spaß mit Futuma und Antorax. Tschüss, bis dann und einen guten Rutsch!